Ein Portfolio von über 1 Million Euro, das in ETFs und Aktien investiert. Ob es da noch Verbesserungsbedarf gibt? Heute finden wir es raus in diesem Video. Viel Spaß! So, bevor wir jetzt in das Portfolio starten, natürlich der obligatorische Hinweis, dass dieses Video keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung ist. Ihr seid selbst für eure Geldanlage verantwortlich. Und solltet euch auch, bevor ihr investiert, ausführlich über die Chancen und Risiken der jeweiligen Wertpapiere informieren. Dieser Portfolio-Review dient ja dazu, dass wir gemeinsam in ein Portfolio eines Nutzers schauen und dort versuchen, gemeinsam Vorteile, Chancen oder auch Fehler zu entdecken und daraus dann eben Rückschlüsse für unsere eigene Anlagestrategie zu ziehen. Und deswegen schauen wir uns doch auch gleich mal an, um wen es heute geht. Denn heute geht es um das Portfolio von Reinhard. Reinhard ist 63 Jahre alt, er ist Privatier. Er selbst setzt sein Anlageziel als Zusatzeinkommen und Vermögenserhalt an. Also er möchte aus seinem Portfolio zusätzliches Einkommen generieren und möglichst das Vermögen erhalten. Seine Anlagestrategie bezeichnet er als Buy and Hold, also keine aktiven großen Handelsentscheidungen, sondern eher ein ausgewogenes Portfolio, wo man eben Buy and Hold auch weiterführen kann. Und er hat aktuell ein Einkommen von etwa 4.000 Euro im Monat. Er möchte von mir, wie immer, eine allgemeine Bewertung haben. Und er hat das so genannt, gibt es irgendwelche Fehler im Portfolio? Also gibt es irgendwelche groben Hauer? So interpretiere ich das jetzt mal im Portfolio. Und da gucken wir dann heute einfach zusammen mal nach. Und was auch ganz lustig war, ja, er hat auch ein paar Aktieninvestitionen. In den Aktieninvestitionen, die sind bisher nicht so gut gelaufen. Aber er hat dazu geschrieben, er hält trotzdem an diesen Aktienpositionen fest, denn er glaubt an die Unternehmen und ist der Meinung, dass die in den nächsten Jahren ihm noch viel Freude machen. Also da können wir ja dann auch nachher nochmal mit dem Auge dann so drauf schauen, ob das Aktien sind, die auch langfristig Bestand haben oder ob es eher Zockerwerte sind. Aber wir werden das gleich sehen, wenn wir uns das Portfolio von Reinhard einfach anschauen. Gut, dann würde ich sagen, genug der langen Vorrede, springen wir doch gleich rein in das Portfolio von Reinhard. Hier sehen wir, er führt sein Portfolio bei der ING und der aktuelle Depotvermögensstand ist 1.028.000 Euro, also ein wirklich sehr ordentliches Portfolio. Er hat auch noch ein bisschen Cash auf dem Konto, sodass das Gesamtvermögen bei 1.039.000 Euro ist, also rund 11.000 Euro sind aktuell auf dem Verrechnungskonto. Gehen wir doch gleich mal in das Portfolio und schauen uns mal die Wertentwicklung an. Die hat sich auch sehr ordentlich entwickelt. Gutes Portfolio hat seit Juli 2021 eine kleine Durststrecke erlitten, aber jetzt in den letzten Monaten, in diesem Jahr, ist es wieder ordentlich gestiegen. Auf 3-Jahres-Sicht deswegen eigentlich eine minimale Rendite, aber seit Auflage 50% und im laufenden Jahr schon knapp 13%. Also ja, ich würde mal sagen, das ist eine ganz ordentliche Performance und wir sehen ja auch gleich dann das Portfolio und den Charakter des Portfolios und da erschließt sich dann auch das eine oder andere. Schauen wir noch kurz auf die Portfolioentwicklung. Hier sieht man, dass er das so sukzessive aufgebaut hat und vor allen Dingen dann Anfang 2021 beziehungsweise Ende 2021 ist dann größere Beträge eingezahlt worden. Aber auch im Verlauf der Zeit hat er dann immer wieder mal weitere Geldbestände eingezahlt. Jetzt ganz interessant, vor ein paar Tagen hat er sich dann auch etwas ausgezahlt aus dem Portfolio und da ein bisschen Gewinne realisiert und das Geld dann auch ausgezahlt insgesamt aus dem Portfolio, also wegüberwiesen. Insofern ist es auch gut, wenn man sich dann im Alter einfach auch mal was gönnt und eine schöne Reise macht oder so. Wer weiß, was er mit dem Geld gemacht hat. Ich hoffe, er hat es gut eingesetzt. So, aber dann schauen wir uns doch gleich mal die Portfolio-Bestandteile von Reinhard an. Die Zusammensetzung des Portfolios setzt sich aus 23 Wertpapieren zusammen mit knapp 50% macht der Amundi Prime Global den größten Anteil im Portfolio aus. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, weil ich ja immer der Verfechter bin, das Portfolio sollte nicht so breit gestreut sein. 23 Werte finde ich noch in Ordnung. Das liegt auch an den Aktien, die er teilweise im Bestand hat. Und ja, der Kern in seinem Portfolio ist eine klassische Core-Satellite-Strategie, würde ich mal sagen, ist eben der Amundi Prime Global. Der Amundi Prime Global ist ein ETF, quasi wie ein ETF auf den MSCI World, nur von einem anderen Indexanbieter und Amundi nennt ihn eben Amundi Prime Global. Genau, schauen wir uns mal die weiteren ETFs im Portfolio an. Also wir haben einmal den Amundi Prime Global mit knapp 49%, dann nochmal mit 10% eine Alternative aus dem Hause Vanguard, den FTSE Developed World, also auch eine MSCI World Variante mit 10%. Das heißt also rund 60% setzt sich das Portfolio aus weltweiten Aktien der Industrieländer zusammen.
Und dann gibt es verschiedene einzelne ETFs noch. Wir haben einmal mit 8% auch die Schwellenländer allokiert. Finde ich sehr gut. Dann haben wir noch einen Nordic, also den skandinavischen Raum, nochmal mit einem kleinen 3,3%igen Anteil. Dann, und jetzt wird es so ein bisschen in der ETF-Auswahl so, dass ich sie nicht nehmen würde, aber er hat hier einen Eurostoxx 50 ETF, dann einen Global Water, also nochmal Schwerpunkt auf Wasser, dann hier nochmal Europe Equity Income, einen europäischen Aktien-ETF von WisdomTree mit dem Fokus Dividenden. Dann nochmal ein Emerging Markets Produkt, in dem Fall dann von Amundi. Dann nochmal den Schwerpunkt Robotic and AI von Amundi. Dann einen MSCI Emerging Markets IMI, also auch Schwellenländer mit Small Caps mit dabei von iShares. Und dann noch zwei Produkte auf den Eurostoxx Select Dividend 30. Das ist ein europäischer Dividenden-ETF, der sich auf der in die 30 dividendenstärksten Aktien investiert. Diese Produkte aus der Stock Select Dividend Serie mag ich persönlich gar nicht. Da wird nämlich die Dividende oder die Aktien, die da reinkommen, wird nach der aktuellen Dividendenrendite ausgewählt. Und wenn jetzt eine Aktie stark fällt, aber die aktuelle Dividendenrendite dadurch dann steigt, dann ist die potenziell im Index drin. Es könnte aber sein, dass das Unternehmen deswegen so stark gefallen ist, weil sie eben irgendein Problem haben und vielleicht die nächste Dividende gar nicht mehr gezahlt wird. Dann wäre sie trotzdem im Index, obwohl schon eigentlich mehr oder weniger klar ist, dass die Dividende nicht mehr gezahlt wird. Also da gibt es bessere Indexkonzepte, die wirklich auf die erwartete Dividendenrendite schauen. Und da hat man dann eine höhere Sicherheit, dass diese Werte auch wirklich die Dividende zahlen. Ja, so viel mal zu diesem Stock Select Dividend 30 ETFs. Da gibt es auch ein paar andere, auf dem DAX auch zum Beispiel. Mir gefallen die Produkte nicht so gut. Aber ist ja Geschmackssache. Jeder kann es ja machen, wie er möchte. Insgesamt würde ich sagen, ja, das Portfolio hat eben also Industrieländer, hat Schwellenländer, hat so ein paar Satelliten drumherum. Finde ich jetzt eigentlich okay. Vor allen Dingen, wenn man auch guckt, die Satelliten haben alle nur so 1, 2, 3%, teilweise sogar noch weniger Gewichtung. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Das sind dann einfach kleine Satelliten, die einen, ja, vielleicht einen Kicker im Portfolio bringen sollen, aber der Kern des Portfolios findet ja auf jeden Fall über den MSCI World und die Schwellenländeranteile statt. Springen wir mal zu den Aktien. Da hat er schon selbstkritisch gesagt, dass die leider eine nicht so schöne Performance bisher haben, die meisten. Und er glaubt aber nach wie vor an die Aktien. Und ja, das Gute ist an dem Portfolio, das sehen wir nachher auch. Er hatte ja die Aktien beigemischt, aber dadurch, dass der Anteil von den ETFs mit der breiten Streuung so hoch ist, also euromäßig so hoch, machen diese ganzen beigemischten Aktien, obwohl er jetzt zum Beispiel hier 4% seines Gesamtvermögens in Henkel investiert hat, macht das dann aber insgesamt in der Vermögensallokation bei den Holdings, das zeige ich euch gleich nachher, keinen so großen Anteil aus. Also das hat er sehr bewusst und sehr gut auch so ausgewählt, weil er hat dadurch nämlich keine großen Klumpenrisiken im Portfolio. Finde ich also eigentlich eine ganz pfiffige Art und Weise, Einzelaktien in einem ETF-Portfolio beizumischen, eben darauf achten, dass man dann keine zusätzlichen Klumpenrisiken hat. Das hatten wir ja schon mehrmals hier in den Portfolio-Reviews, dass man dann in einem ETF eine große Aktienposition hat und dann diese Aktie auch noch extra mit dazu gekauft hat. Und damit hat man dann einfach ein Klumpenrisiko, was man eigentlich vermeiden sollte. Ist in diesem Fall nicht so. Gut, die Werte sind ja teilweise 40% im Minus, 30% ein paar sind im Plus. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Experte, was Einzelaktien angeht. PayPal, könnte ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Das ist ja so ein ganz beliebter Tech-Wert, wo alle irgendwie auf den Rebound hoffen, aber er kommt einfach nicht. Lufthansa, klar, deutsches Fluggesellschaft ist jetzt nichts Neues. Setzen auch viele auf das Erstarken der ganzen Fluggesellschaften. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Einzelaktienexperte. Ich würde mal sagen, er hat sich zu jedem dieser einzelnen Unternehmen was Spezielles gedacht. Ja, Das sind auch Werte wie Radstadt oder Raiffeisenbank oder Deutsche Pfandbriefbank. Das sind also Werte, die jetzt nicht unbedingt immer zu sehen sind. Wir haben ja schon viele Portfolio-Reviews gehabt, wo dann immer wieder die gleichen Aktien enthalten sind. Ist hier nicht so, also unterstelle ich ihm jetzt mal. Und er hat es ja auch so ein bisschen geschrieben, er glaubt an die Firmen, also hat er sich da auch ordentlich Gedanken gemacht. Und er hat es ja auch noch sinnvoll im Gesamtportfolio eingefügt, insofern alles richtig gemacht. Gehen wir mal in die Allokation und schauen uns da nochmal das Portfolio an. Genau, er hat jetzt hier also knapp 99% Aktienquote, 1% Cashquote, das ist das Cash, was er auf seinem Konto hat. Dann haben wir 77% in ETFs,
knapp 23% in Aktien. Hatte ich schon erwähnt, dass es eine ganz sinnvolle Mischung so ist, wie er das gewählt hat, weil dann eben die einzelnen Aktien nicht insgesamt Portfolio ordentlich reinschlagen. Man sieht hier 11% Schwellenländer, ist auch okay, könnte vielleicht ein Tick mehr sein, aber ist, glaube ich, durchaus zu verkraften. Und wenn man, jetzt springen wir mal erstmal zu den Regionen. Wenn man sich die Regionen anschaut, hat er 50% Nordamerika, 30% Europa und 14% Asien. Finde ich auch eine ordentliche Mischung. Ja, klar, Lateinamerika und der Pazifikraum fehlt noch. Aber finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm, weil die Unternehmen, die ja da in Nordamerika und Europa drin sind, in diesen Regionen auch wirtschaftlich aktiv. Und deswegen ist es jetzt nicht so relevant, glaube ich, da in diesen Ländern dann da auch noch übermäßig viel zu investieren. Genau, und wenn man jetzt hier die Top-Holdings anschaut, dann sieht ihr schon, Henkel als Einzelaktie ist die größte Position, aber eben nur mit 4%. Und dann so Klassiker wie Microsoft, Apple, Nvidia, die über den MSCI World oder Alternativen davon eben reingekauft werden, die fügen sich da sehr, sehr gut ein. Und es gibt keine großen Klumpenrisiken in einzelnen Aktien, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und auch bei den Sektoren sieht man, Technologie ist zwar gewichtet, aber eben nicht so stark. Finanzen, Industrie, zyklische Konsumgüter, das verteilt sich eigentlich alles ganz gut auf die verschiedenen Branchen. Also es ist wirklich unter dem Aspekt hier ein schön diversifiziertes Portfolio, keinerlei große Klumpenrisiken. Deutschland ist vielleicht ein Tick im Verhältnis übergewichtet, aber gut, das sind halt die einzelnen Aktien, jetzt zum Beispiel Henkel, die da mit reinschlägt, ja, und die Deutsche Pfandbriefbank und die Lufthansa. Hätte er jetzt da die Aktie nicht, dann wäre der Anteil entsprechend auch niedriger, weil über die ETFs ist der Deutschlandanteil eben nicht so groß und nicht so hoch. Genau, gehen wir nochmal kurz in die Analyse rein. Auch hier sieht man im Aktienbereich, ja, er hat 40% Wachstumswerte, 25% Value und 35% Blend. Das heißt, ein leichter Überhang zum Thema Wachstumswerte. Das liegt eben durch die Gewichtung bei den MSCI World ETFs, die er da im Bestand hat, beziehungsweise die abgewandelten Varianten. Ich hatte es ja schon erwähnt. Und was auch wieder auffällt in diesem Portfolio, er hat auch so gut wie keine Small Caps im Portfolio. Das fände ich auch nochmal eine wirkliche Bereicherung. Kann er sich ja mal überlegen, ob er sich nicht vielleicht ein MSCI World Small Cap mit dazu nimmt oder den zusätzlich noch, wenn er dann Schwellenländer nochmal aufbaut, dann doch diesen MSCI Emerging Markets IMI ETF nimmt, weil da sind ja jeweils dann Small Caps mit drin. Das heißt, dann würde er den Anteil der Small Caps auch nochmal ein bisschen nach oben bringen, würde dem Portfolio jetzt nicht schaden, ist aber auch nicht schlimm, wenn er es jetzt nicht unbedingt gleich reinkauft. Genau, hier sieht man auch den Maximum Drawdown. Ja, der ist auch vergleichbar, würde ich mal sagen, wie weltweite Aktien. Ein Tick mehr vielleicht, ja, so in den Worst Cases hat er so 5-6%, 7% hier mehr Drawdown gehabt, als jetzt zum Beispiel der MSCI World. Ist jetzt aber auch jetzt nicht so extrem. Also man sieht ja, das verläuft in etwa wie die Kurve des MSCI World etwas dynamischer, weil eben auch Einzelaktien Übergewichtungen hat und auch noch Schwellenländer mit drin hat und so weiter. Aber kein großer Ausreißer, würde ich jetzt mal sagen. So, aber einen Punkt möchte ich dann doch nochmal mit euch anschauen in dem Portfolio. Und zwar haben wir ja hier ein Portfolio, was sich 100% aus Aktien zusammensetzt. Und ich finde es da mal spannend, dieses Portfolio dann mit einem unserer Musterportfolios zu vergleichen. Und wir haben ja die extra ETF-Weltportfolios bei uns auf der Seite. Und es gibt das Weltportfolio 100 bis 10, immer in 10% Schritten. Also Weltportfolio 100, Weltportfolio 90, 80, 70 und so weiter. Und die Portfolios setzen sich nur aus zwei ETFs zusammen, bis auf natürlich das Portfolio 100, das nur in Aktien investiert ist. Da ist es nur ein ETF. Aber die ETFs sind immer ein Spider MSCI World ACWI IMI ETF und ein weltweiter Anleihen-ETF. Ja, wenn man jetzt also das Portfolio, Weltportfolio 50 nimmt, sind da 50% dieser Aktien-ETF und 50% Anleihen-ETF enthalten. Und somit kann man eigentlich dann auch diversifizierte Portfolios oder Portfolios mit Anleihenquoten sehr, sehr gut immer miteinander vergleichen. Hier gehen wir jetzt mal in den Portfolio-Vergleich und schauen uns aber mal das Portfolio des Nutzers an im Vergleich zum extra ETF Portfolio 100. So, wir sehen jetzt hier die Wertentwicklung des letzten Jahres. Ich mache jetzt mal seit Vergleich. Also seit wir für beide Portfolien eine entsprechende Zeitreihe haben. Und jetzt sieht man beispielsweise, die orangene Linie ist das Kunden- oder das Nutzerportfolio. Hier sieht man, dass bis zum Juli 2021 das Nutzerportfolio vorne lag und dann in den vergangenen Jahren
hat sich der klassische MSCI ACWI IMI ETF deutlich besser entwickelt als das Portfolio des Nutzers. Und da sieht man schon, dass man auch mal ja, vielleicht ein bisschen kritisch auf seine eigene Anlagestrategien schauen muss, weil natürlich macht es Spaß, sich ein Portfolio zusammenzustellen und es ist auch sinnvoll, es über verschiedene ETFs zu verteilen. Nur wenn man dann einfach sowas sieht und sich denkt, okay, also hätte ich jetzt nur einen einzigen ETF genommen, dann hätte ich den ganzen Aufwand nicht gehabt, es wäre viel pflegeleichter gewesen und ich hätte eine deutlich bessere Performance gehabt, dann sollte ihm das vielleicht nochmal zu denken geben. Wie gesagt, er hat ja auch ein bisschen anderen Fokus. Er will ein Zusatzeinkommen generieren aus seinem Portfolio. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Aber vielleicht macht es Sinn, euch einfach ab und zu mal euer Portfolio mit einem extra ETF-Weltportfolio zu benchmarken, was halt zu eurer Anlagestrategie passt, um einfach mal zu sehen, wo liegt ihr denn eigentlich? Selbst wenn ihr mit eurer Strategie zufrieden seid, ist es aus meiner Sicht, glaube ich, sinnvoll, einfach mal das zu vergleichen, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie gut ist denn eigentlich meine Anlagestrategie? Und vielleicht kommt ihr da ja auch nochmal zu dem einen oder anderen Gedanken, dass ihr sagt, okay, so was ich jetzt vielleicht mache, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ich könnte es mir auch eigentlich viel, viel einfacher machen. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Hilfestellung. Da gibt es ja kein richtig oder falsch, wie man Geld anlegt. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber wir versuchen halt eben mit verschiedenen Tools und Analysen euch dann nochmal ein bisschen mehr, Hilfestellung oder Anregungen zu geben, damit ihr eure Anlageentscheidungen eben besser treffen könnt. So, jetzt schauen wir uns noch die Ausschüttungen an in dem Portfolio. Hier ist es klar, weil wir, das ist jetzt die letzten 12 Monate, ja, man sieht jetzt zum Beispiel im Dezember 23 gibt es eine relativ hohe Ausschüttung in dem Monat von 7.000 Euro, dann im April von 3.300 Euro. Es gab aber auch mal Monate, wo nur 300 Euro sind. Also das Portfolio ist jetzt nicht so darauf ausgelegt, dass es wirklich jeden Monat konstant irgendwelche Ausschüttungen gibt, sondern ich glaube, da hat man auch immer so ein bisschen die Gratwanderung. Das hatten wir ja auch schon mehrmals in den Reviews. Baue ich mir ein Portfolio so auf, dass ich laufend Ausschüttungen bekomme, dann muss ich im Zweifelsfall auch bestimmte ETFs nehmen, die dann in diesen Ausschüttungsterminen hereinpassen. Kann man machen. Aber die andere Variante wäre ja, sich davon zu lösen, sich einfach ein Portfolio aufzubauen, was richtig gut ist, was genau den persönlichen Wünschen eben entspricht. Unabhängig mal davon, ob es ausschüttet oder nicht. Ja, weil man kann sich ja jederzeit über Wertpapierverkäufe Geld aus seinem Portfolio entnehmen und braucht also nicht unbedingt da so das Portfolio zu trimmen, sage ich mal, dass man jeden Monat eine entsprechende Ausschüttung bekommt. Hier würde ich jetzt mal unterstellen, ist er so vorgegangen, dass er gesagt hat, okay, ich suche mir richtig gute Wertpapiere raus, die zu meiner Anlagestrategie passen und ich lege jetzt nicht so unbedingt den Fokus auf jeden Monat Ausschüttungen. Wenn Ausschüttungen kommen, freue ich mich und investiere dann wieder oder lebe einfach davon. Ja, und das muss sich dann letztendlich auch wieder jeder für sich selbst überlegen. Ja, hier nochmal die einzelnen Ausschüttungen. Ja, gibt es jetzt gar nicht so viel groß zu erzählen. Keine großen Auffälligkeiten. Und der Forecast, ja, wenn er das jetzt so weitermacht, die nächsten 10 Jahre, können wir auch nochmal, wir unterstellen jetzt mal einen Vermögenszuwachs von 5%, dann ja, wird sein Ausschüttungsbetrag, der in diesem Jahr noch 17.000 ist, aber im nächsten Jahr dann etwas anspringen wird, wird er so Richtung ja, 80, 90, 100, ja sogar recht dynamisch auf 230.000 Euro steigen. Das liegt natürlich an der großen Basis, die er da hat, dass die Ausschüttung dann entsprechend hoch ist. Und wenn jedes Jahr das Vermögen um 5% steigt und nichts entnommen wird, dann hat das natürlich eine unheimliche Hebelwirkung und Zinseszinseffekt. Genau, ja, so würde ich mal sagen, schaut's aus. Das ist das Portfolio von Reinhard. Ich finde es an sich ein gutes Portfolio, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das Portfolio gefallen. Ich finde jetzt da keine großen Verbesserungsbedarfe. Man könnte vielleicht ein bisschen Small Caps hinzufügen, wenn man das nächste Mal irgendwelche Transaktionen vornimmt. Man kann vielleicht nochmal den einen oder anderen ETF austauschen. Also diese Eurostoxx Select Dividend ETFs finde ich jetzt, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, nicht so gut. Da würde ich eher vielleicht ETFs oft von der Aristokraten-Serie, auch von State Street zum Beispiel nehmen, die nur in Aktien investieren, die über bestimmte Zeiträume konstant konstante oder leicht steigende Dividenden zahlen. Also da hat man diese Aristokraten-Aktien dann eben drin. Finde ich ein besseres Indexkonzept. Oder man nimmt dann Quality-Income-ETFs, wo auch nochmal ein bisschen Research gestützt und bestimmte andere Kennzahlen noch mit dazugenommen werden, um nochmal
ja, ein stabileres Ausschüttungsportfolio zu bekommen, finde ich auf jeden Fall attraktiver als diese Select Dividend ETFs. Genau, aber ansonsten ist das Portfolio auf jeden Fall interessant. Würde ich jetzt, wie gesagt, nichts großartig vornehmen. Das sind keine großen Fehler enthalten. Bei den Einzelaktien hast du ja selber schon gesagt, du glaubst an die Werte. Die sind jetzt auch nicht so massiv im Minus, dass man jetzt sagen würde, okay, pass da mal auf, weil ich sage ja immer, wenn eine Aktie mal um 50% gefallen ist, dann muss sie um 100% steigen, um wieder auf den Einstand zurückzukommen. Das ist jetzt bei denen noch nicht so der Fall gewesen. Das sind auch, soweit ich es überblicken konnte, alles solide Unternehmen mit bestehenden und guten Geschäftsmodellen. Also früher oder später werden die Werte dann wahrscheinlich schon mal irgendwann mal wieder auf deinen Einstand kommen und vielleicht auch zusätzlich noch darüber hinaus steigen. Also insgesamt gibt es zu diesem Portfolio gar nicht so viel zu sagen. Deswegen machen wir es kurz. Danke, Reinhard, dass du dein Portfolio zusammengestellt hast. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen Anregungen für dich mit dabei. Du bist da auf dem richtigen Weg. Du hast keine großen Klumpenrisiken. Und da würde ich sagen, kann man schon mal zufrieden auch in den Ruhestand dann blicken. Für mich wäre es nochmal relevant, vielleicht habt ihr ja auch nochmal Anregungen zu dem Portfolio. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare, ob es da nochmal aus eurer Sicht den einen oder anderen Aspekt zum Verbessern gibt. Das fände ich nochmal ganz spannend, Reinhard sicherlich auch. Und ansonsten sehen wir uns demnächst hier wieder auf dem Kanal von Extra ETF, wenn wir uns ein neues Nutzerportfolio anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.